Hallo Freunde des gepflegten Bartes, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sollte ich vielleicht euch begrüßen mit den Worten Hallo Dudes. Warum? Das seht ihr nach dem Intro. Ja, warum Dudes? Dudes deswegen, weil ich heute ein Bartöl euch präsentiere von der Firma Da Dude. Diese hat in ihrem Sortiment unter anderem ein Haarspray, ein Haarwachs und auch ein Bartöl. Dieses Bartöl kommt in einer Papprolle verpackt und in dieser Papprolle befindet sich das Bartöl. Es wird einmal gehalten in einem kleinen Schaumstoff, ja, Halter, damit es nicht herausfallen, rumschlenkern kann, also auch ideal fürs Gepäck. So, ihr bekommt von der Firma Da Dude das Bartöl Arganöl in einer 50 Milliliter großen Flasche, ebenfalls wie wir es schon vom Bartöl gewohnt sind, in einer dunklen Flasche mit schwarzer Pipette. Das heißt, ihr könnt euch eure Menge Tropfen genau auf die Handfläche tropfen lassen und dann zwischen den Händen verreiben und in den Bart einpflegen. Das Besondere an dem Da Dude Bird Oil ist, dass unter anderem Klettensamen und Vitamin E hier verwendet wurde. Das, wie wir es vielleicht schon kennen, richtet sich an Männerhaut, die besonders empfindlich ist. Das heißt, das Bartöl ist schonend zu eurer Haut, unter dem Bart, zu eurem Barthaar selbst und, wie wir es schon auch von anderen Bartölen kennen, sehr ergiebig. Die Inhaltsstoffe setzen sich so zusammen, dass wir hier von der Farbe des Öls her eine sehr durchsichtig leicht gelbe Farbe haben. Ähnlich im Vergleich zu dem Briskbartöl, was ihr vielleicht schon in meinem letzten Video gesehen habt. Wenn nicht, verlinke ich euch das gerne noch einmal hier oben als Infokarte oder am Ende dieses Videos. So, wir haben natürlich auch hier pflegende Eigenschaften. Und es lässt sich, wie gesagt, wunderbar zwischen den Handflächen verreiben, in den Bart einpflegen. Das heißt, ihr habt keinen schmierigen Fettfilm zwischen den Händen, an den Händen oder auch an den Barthaaren. Das Bartöl zieht relativ schnell ein und hinterlässt keinen fettigen Film. Dennoch allerdings einen ordentlichen, leichten Glanz, was ja das Bartöl auch darstellen soll. Was braucht ein ordentliches Bartöl in dem Bart? Ja, es muss dem Barthaar Struktur, Glanz, einen angenehmen Duft und auch einen leichten Halt verleihen. Und das macht das Da Dude Bartöl auf alle Fälle. Vom Geruch her kann man sagen, es ist oder es geht mehr in die Parfümrichtung und ist absolut nicht irgendwie Wald, Holz, Forstmäßig, aber auch nicht zu süß. Ja, es ist halt eine gute Mischung aus Frische, Fruchtigkeit und dem leichten Touch Parfüm. Also ideal für den Alltag, aber auch mal für etwas Besonderes. Zur Anwendung des Da Dude Beard Oils kann ich nur sagen, dass diese 50 Milliliter sehr, sehr ergiebig sind. Auf einer Länge des Bartes wie meine reichen absolut 3 bis 4 Tropfen aus, diese einfach in die Handfläche tropfen lassen, zwischen den Handflächen verreiben und in den Bart einmassieren. Und ihr seid den ganzen Tag gestylt und ihr fühlt euch frisch durch den Duft, sicher durch den Halt und angenehm durch den Glanz, dass das Bartöl eurem Bart verleiht. Wenn ihr euch jetzt für das Da Dude Beard Oil entscheiden wollt, findet ihr natürlich alle Links zu Da Dude, ihrer Facebook-Seite, dieses Bartöls und weitere Produkte von Da Dude unten in der Infobox. Lasst mir einen Kommentar da, ob ihr das Da Dude Beard Oil schon kennt oder welches ihr zurzeit verwendet. Ich möchte mich auch heute wieder fürs Einschalten bei euch bedanken. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und natürlich einen schönen, angenehmen, ruhigen und besinnlichen zweiten Advent wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal, euer TK.